mal rein da. Und, da war ich bei den, ich jetzt sagte mal, ich konnte nur eins machen, vitalisieren. Und da habe ich jeden vierten Tag raus. Wir hatten dann auch noch nicht mal mehr eine Tag- und Nachtabsenkung, gar nicht mehr. Wir hatten nicht mal Morgentau. Also, aber du kommst schön rein hier. Guck mal. Kein. Das ist ja normalerweise Material für eine Ziegelbude. Ja, er zerfällt doch schön. Ich dachte, wir holen jetzt hier Bockstein raus. Ist aber nicht der Fall. Hier, guck, das ist das, was Dittmar meinte, diese runden Krümel hier. So, okay. Das ist das, was ich gedanklich auch noch nicht weiß. Warum schafft der Kompost-Tee hier was zu bewirken, obwohl der ja nicht mit Regen reinkommt, die Bakterien? Sie fallen dann nur bei Sonnen hier oben drauf. Ja, stopp, es ist nicht nur Kompost-Tee. Also wir sind hier in einer Sonderkultur im Knoblauch. Gell? So, und immer, wenn ich vitalisiere, ich habe immer Fermente mit dabei. Weil, anders wie du im Getreide, du gehst 40, 50 cm mit der Düse über die Beeren. So, ich sprühe ja hier drüber und sprühe ja auch den Boden. Ja. Das heißt, bei jeder Vitalisierungsmaßnahme mache ich auch was für den Boden. Immer. So wie ich das vorhatte, hat ja letztes Jahr nicht geklappt. Ich hatte hier das Wintergrün drauf bis zum Frühjahr 22. Eine saubere Flächenrotte ging prima, so eine Masse hier. Ging richtig schön rein. Danach wochenlang feucht. Und dann habe ich eine Zwischenfrucht angebaut, das Insekt Protect. Das sollte als Vorfrucht, also Zwischenvorfrucht vorm Knoblauch. Und da hat mir ja Forster diese gnadenlose Dürre, da ging nichts auf. Gar nicht. Ganz normal, danach, trotzdem durchgearbeitet mit der Fräse, aber Fermente rein. Nicht 100 Liter, sondern 150, 150 bis 200. So, und dann in den Saatstütz auch nochmal Fermente, Moor und die Rohbrot 1320. Genau, Mykorrhizapilze. Oder, ja, Moor. Und Rohbrot 1320, die Sachen in den Saatstütz rein. Und dann ging das letztes Jahr, was noch nie war, im Herbst der Knoblauch schon auf. Der geht normalerweise im Februar, März auf. Wir hatten Ende Oktober war der Knoblauch so hoch. Und natürlich auch die Gräser. Und da musste ich letztes Jahr noch einen Striegelgang machen, aber nach dem Striegelgang direkt mit der Spritze drüber Fermente. Hier habe ich nur mit der Fräse und Fermente und dann sollte es gedrillt werden, aber es wurde nicht gedrillt, weil wenn es gedrillt hätte, wäre es wahrscheinlich aufgelaufen. Wie viel wächst das Zeug hier am Tag? Ja. Also ich denke mal hier, die Strunken, 3-4 cm am Tag machen die. Die machen mehr. Oder noch mehr. Wenn die aushalten, in der Größe wachsen die richtig. Ja, die machen richtig. Da kannst du was zugucken. Was das ist. Okay, ja. So. Doch einen deutlichen Unterschied. Ja, der hat eine ganz andere Faserwurzel. Ganz andere. Der nicht, gell? Nee. Und auch kein Eier. Ja, der vitalisiert sich mehr Feinwurzeln. Der kommt nicht klar damit. Genau, der hat einfach, wir simulieren ihn ja, was sagt man immer, wir wollen ja im Prinzip das nachbauen, was die können, dass wir das mit unseren Kulturpflanzen so weit wie möglich nachbauen. Ja.